Hallo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Eden. Oh ja, dem interaktivsten Projekt hier auf YouTube. Ihr müsst halt nur mal Sachen in die Kommentare schreiben und ich werde versuchen, das mal in der nächsten Zeit zu machen. Ja, ich werde es definitiv versuchen. Ihr könnt auch Gesprächsthemen reinschreiben, damit ich auch mal ein bisschen was zu labern habe. Nur irgendwas Sinnvolles mal. Irgendwas Interessantes, worüber man mal labern kann. Bitte nicht wieder so 0815 Gedöns wie Trump ist Präsident, wir werden alle sterben. Oder die ganze Blödsinn wie, was fällst du von dem Wandel von YouTube? Wie bist du YouTuber geworden? Das ist alles so, da habe ich überall schon drüber geredet. Und es ist halt auch irgendwie nichts Interessantes, finde ich. So, Schwert kann ich ein Häkchen reinmachen. Und dann können wir jetzt mal Enderium machen. Machen wir uns mal Enderium. Wobei, ich glaube, das wird nicht reichen. Fällt mir gerade ein. Fällt mir gerade so... Doch, es reicht. Es reicht. Es reicht. Aber wir haben kein Pyrotheum, ne? Doch, wir haben genau zwei Pyrotheum. Und genau die brauchen wir. Das schmeißen wir hier in den Induction-Dings. Und dann machen wir mal so ein bisschen, weißt du? Enderium. So, jetzt müssen wir aber erstmal back to basic. Jetzt muss ich mir nur erstmal wieder an die alten Rezepte gewöhnen. Das war, soweit ich weiß, glaube ich, ein Zinnzahnrad. Es war... glaube ich, Glas. Es war Lied? War das Lied? Nee. War das tatsächlich Eisen? Tatsächlich. Das ist ein Basic Machine Frame, okay. So. Nächster Schritt wäre, jetzt muss ich mal schauen hier, ich weiß es gerade nicht im Kopf. Elektrum, Gear und Ingwer. So, bedeutet, wir brauchen Elektrum, wir brauchen Eisen. Und schon haben wir ein Elektrum Gear. Dann brauchen wir Ingwer. Da. So, dann haben wir. Oh, jetzt bin ich aufs Kreuz gekommen. Ist das jetzt dein Ernst? Wahrscheinlich ist das wirklich dein Ernst. Tja, dann ist das so. So, Maschinenframe hardened. So, und dann als nächstes kommt dann schon Reinforced. Von Hardened Glass und Signalum. Haben wir Signalum nicht sogar gehabt hier irgendwo? Viel Signalum. Nice! So, dann machen wir mal Signalum. Also ein Quatsch. Ein Signalum und jetzt muss ich mal schauen. Hardened Glass haben wir hier zwei. Hardened, da haben wir noch mehr. Schön. Dann machen wir das mal eben so und das ist natürlich genau falsch rum. So. Ein Reinforced. So. Und der nächste Schritt, das wäre glaube ich schon tatsächlich resonant. Einfach nur Silber und Enderium Gear. Enderium haben wir ja gemacht. Das müsste jetzt eigentlich ja, hier drin liegen. Haben wir sogar schon erforscht. Das ist schön. This is really, really good. So. Bedeutet, ich kann jetzt einfach Enderium hier. So. Ich kann einfach hier Eisen und Enderium und schon haben wir ein Enderium hier. So, wenn wir das Ganze jetzt hier mitmachen und dann einfach nochmal unser wertvolles Silber und schon haben wir einen Machine Frame Resonant. So, man muss halt einfach mal auf die Kacke hauen. Es ist nun mal so, wie es ist. Erforscht hatte ich den auch schon. Gut, dann kann ich jetzt nämlich Folgendes tun. Wir gehen jetzt mal hier drauf und geben mal ein, ja, was geben wir ein? Das Ganze nennt sich Energetic Infuser. So, dann machen wir aus zwei Transmissionen und zwei Reception. Transmission war Silber, glaube ich. War das Silber? Ja, es war Silber. So, zwei Transmission. Eine Reception. Und zwei Copper Gears. So, bedeutet einmal Gold, zweimal Redstone. Macht eine Redstone Reception. So, wie ich es gerade sehe, haben wir die noch nicht erforscht. Das muss nochmal eben sein, kurz. Was da drauf ist. Aha. So. Dann zwei Copper Gears, hatte ich gesagt, ne? Machen wir zwei Copper Gears. So, eine und zwei. Hatte ich die wenigstens schon? Ja. Und der nächste Schritt wäre dann halt, ein Lithium Energy Cell Frame. Nichts leichter als das, oder?
Leadstone Energy Cell Frame, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Das ist ja einfach nur Glas, Redstone und, na, Lead. So, und schon haben wir Leadstone. So, das Ganze, das müssen wir jetzt nur noch zusammenpacken hier. Das Gedöns, die Transmissionsspulen. Ach, guck mal hier. Das muss auch noch mal ganz kurz. So. Und schon. Haben wir das Ding hier. Habe ich das auch noch nicht erforscht? Warum? Wahrscheinlich, weil das diesmal Resonant ist. 2 Vitrios und 6 Potentia. Und hier haben wir dasselbe. Hm. Naja, was soll's. So, jetzt haben wir einen besseren Energetic Infuser. Die Frage ist nur, wie wir das am besten lösen. Jetzt, das weiß ich nämlich auch noch nicht. Wir haben ja hier jetzt sozusagen unseren Reaktor. Wir haben hier ein paar Kabel. Das sind vor allem Redstone. Das sind nur Redstone. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber damit müssen wir jetzt mal auskommen. Hatte ich denn noch welche übrig? Kabel und Rohre. Redstone Energy. Das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Das hätte ich gerne irgendwie ein bisschen besser gelöst. Theoretisch müssten wir uns noch welche machen. Theoretisch müssen wir uns tatsächlich noch welche machen. Bedeutet, ich müsste theoretisch mal Electrum und Hardened Glass machen. Electrum ist ja kein Problem, Hardened Glass schon eher. Wir haben ja kein Obsidian, ne? Ne, natürlich haben wir kein Obsidian. Tja, was macht man denn da? Obsidian-Farm, würde ich sagen, ne? Dann machen wir mal eben eine Obsidian-Farm-Tour. Ich frage mich nur, wo wir Obsidian nochmal hatten. Hatten wir da nicht ein richtig gutes Vorkommen? Ich sehe gerade, wir waren ja hier schon richtig weit. Das sieht ja schon richtig gut aus hier, Alter. Das sieht ja schon hier richtig gut aus. Das ist ja richtig schön, Alter. Alter. So, hatten wir hier Obsidian irgendwo? Ja, wir hatten hier Obsidian, aber auch Lava. Muss ja aufpassen. Muss ich ja richtig, richtig krank aufpassen. So, wir bauen Obsidian eigentlich relativ schnell ab. Relativ. Das kann definitiv noch schneller sein. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Mir fällt auch gerade auf, uns fehlt was auf dem Schwert. Da muss ich gleich mal mit dem Modifier nochmal schummeln. So, komme ich hier rein, ohne zu sterben eigentlich? Man weiß es nie. Kann ich das hier abbauen, ohne dass wir sterben? Ja, man muss halt nur aufpassen, ne? Man muss halt nur aufpassen. So. Ruhig mal die Eimer füllen hier. Und dann nehmen wir uns den hier auch nochmal mit. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, ne? Ich meine, das sind jetzt 5 Obsidian. Das ist nichts, ne? Nur mal so zur Info. Das ist nichts, Alter. Nichts ist das. So, mal gucken. Die Sache ist die. Wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt, wir haben ja 5 Obsidian. Die können wir erstmal klein machen hier. So, weit so gut. Dann brauchen wir noch 5 Blei. Wir brauchen 5 Blei. Und daraus machen wir uns jetzt immer Hardened Glass. Müssen wir halt noch warten, bis es fertig ist. Solange nehme ich einen Schluck Tee hier. Oh. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, 20 davon. Ach, guck mal, hier haben wir unseren eigenes Extruder. Kann ich aus dem Lava theoretisch noch was machen? Vor allem dem Lava. Der Lava. Kann ich ja theoretisch einfach hier Lava rein, da Lava rein, einfach mal auf Obsidian stellen und, da oben ist schon wieder irgendjemand. Hier einfach mal 2 davon nehmen. Und da mal reinfüllen. Und die ruhig mal Obsidian machen lassen. Dann haben wir nochmal 2 auf Tasche. So, da haben wir nämlich ein bisschen Hardened Glass. Das ist gut. Wie sieht denn das eigentlich mit Elektrum aus? Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel wir haben. 13, ist ein bisschen wenig. Das ist tatsächlich ein bisschen wenig.
Warte mal, hatten wir hier Gold und Silber gerade schon mal da? Eins. Okay, das ist wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Nehmen wir mal einen halben Stack Gold und einen halben Stack Silber. So, das muss mal sein. Und das schmeißen wir einfach mal hier mit rein in den Induction Smelter. Lass ihn ruhig mal das Zeug machen. So. Und dann gehen wir hier ran, machen das in die Mitte und nehmen unser Elektrum hier. Wie ihr seht, ist es definitiv zu wenig. Machen schon mal ruhig eine volle Kanne. So, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das könnte schon reichen. Das könnte schon reichen. So, mal gucken. Ja, easy. Jetzt haben wir nämlich noch mal ein bisschen davon gemacht. So, jetzt haben wir 60 Redstone Energy Flux Duct. So, um die zu füllen, brauchen wir jeweils 200 Millibuckets Redstone. Bedeutet, wir brauchen dafür jetzt, wenn das 200 Millibuckets sind, also 2, das bedeutet, wir brauchen, sozusagen 2 mal 60. Ich mach das ruhig mal passend hier, damit wir da nicht zu viel nachher drin haben. So, und dann, schmeißen wir das hier mal rein. Theoretisch bräuchten wir hier noch, einen Trichter. Müsste ich eigentlich machen. Eigentlich müsste hier ein Trichter drüber. Ja, wir machen mal einen Trichter drüber. Pass mal auf hier, wir bauen uns mal eine Truhe. Da. Und, Alter, wir haben so wenig Eisen, Mann. Da müssen wir mal was gegen tun. Wir müssen mal mit Mechanism arbeiten und uns mal so einen Digital Miner bauen. Die Dinger sind ja eigentlich voll krass. Müssen wir echt mal machen. So. So, und jetzt machen wir mal ein paar Kabel hier, das ist gut. Und dann können wir das Ganze hiermit mal verbinden. Das wird schön. Das wird sehr, sehr schön. So, und das Blöde ist natürlich, dass hier ist eine Hardened. Es ist einfach eine Hardened Energy Cell. Theoretisch, Resonant können wir wohl nicht machen. Resonant Energy Cell, das wird wohl nichts, weil wir halt kein Enderium haben. Aber eine Redstone können wir machen. Dafür brauchen wir Redstone Energy Cell Frame Full. Die machen wir aus dem leeren und die machen wir aus 4 Hardened Glass. Elektrum, okay. Also brauchen wir nochmal Hardened Glass. Dafür haben wir ja 2 Obsidian gemacht. Die schmeißen wir durch. Brauchen nochmal 2 Blei. Hier, das Bronze kann mal weg. Glowstone, das kann hier mal weg. Zeugs, da kann auch ruhig mal der Farbstoff rein. Lecker Drops, können die Schleimbälle mal rein. Baumaterialien kann das mal rein. Und Wolle kann da eigentlich auch mal rein. Ich weiß gar nicht, wofür ich die benutzt hatte. So, 8 Staub davon. Dann kommt hier das rein und das rein. Und wir haben jetzt eine Menge an Gedöns. Elektrum haben wir schon mal viel. Das ist schön. Das ist really, really nice. So, die Frage ist natürlich jetzt. Die Frage aller Fragen. Wie auch eh und je. Wie wir damit anfangen hier. Wir brauchten ja eine. Ja, ein Diamanten-Elektrum. Okay. Ein Diamanten-Elektrum und Hardened Glass. So, 4 Hardened Glass. War das so? Diamanten in die Mitte und dann Elektrum? Oder war das andersrum? Ne, es war so. Okay. So, und damit wir den füllen können, müssen wir natürlich erstmal, wir müssen den füllen. Dafür brauchen wir 4000 Millibuckets. 4000? Das sind ja wieder 40 Redstone. Das sind ja 40 Redstone. Nicht wieder, aber eine Menge Redstone. So würde es passen. So würde es passen. Ja, ja. So, pass mal auf. Das ist ja alles gemacht. Also kann ich hier im Grunde jetzt mal die 40 Redstone reinschmeißen. Das Ding da rein. Und dann machen wir uns mal Redstone. So. Nächster Schritt wäre, um diese Redstone zu vollenden. Brauchen wir Conductance, Lead, Elektrum. Und Conductance, wie wahrscheinlich jeder von euch weiß, ist Elektrum und Redstone. Das ist eine Conductance-Coil. So, dann brauchen wir noch Lead und wir brauchen nochmal 3 Elektrum. So, das war natürlich so. Und dann kommt da nochmal die Cell rein, wenn sie denn fertig ist. Dauert natürlich noch einen Moment. Da kann man ja nochmal einen Schluck Tee trinken. Da ist der Tee aber auch schon alle.
Scheiße. Okay, da können wir nichts von lernen. Na gut, dann ist das eben so. Vor allem, ich weiß auch nie, ob es Tag oder Nacht ist. Ich könnte natürlich hier rauf gucken. Aber diese Uhr einfach, die sieht so blöd aus. Die sieht einfach so blöd aus. So, eine Redstone Energy Safe Frame voll. Die machen wir jetzt nochmal fertig, also vollenden wir jetzt hier nochmal. So, jetzt haben wir eine Redstone Energy Cell. Mehr ist derzeit nicht drin, weil nicht mehr drin ist. So, so einfach ist das. Bedeutet, die bauen wir sozusagen einmal ganz kurz ab. So, stattdessen kommt jetzt hier die hier ran. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Da sind natürlich alle Sachen jetzt wieder. Wir machen jetzt mal unten zum Input. Dann machen wir das Output, 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 Output. So, alles Outputs. Ah ne, warte mal. Das muss Input sein hier rechts. So. So rum ist richtig. Ignore und dann haben wir die eigentlich richtig. So, alles was wir jetzt noch machen könnten, wäre beispielsweise jetzt noch, oben auch nochmal zum Input zu machen und, die noch hier mit ran zu schnallen und hier unten, ach unten ist jetzt schon. Okay. Das andere machen wir mal Input. So, damit die hier mit auch nochmal, falls, nochmal so als Nebenpuffer, falls die schon voll ist, dass wir hier nochmal so einen Nebenpuffer haben. Was soll der Geiz, hm? Was soll der Geiz? So, dann müssen wir uns noch ein bisschen durch das Diorit hier durchschlawenzeln und da muss ich mal eben schauen hier. Da muss ich tatsächlich mal eben schauen, wie wir das machen. Ich könnte mich einfach, der Boden ist ja in der Höhe, das bedeutet, ich muss mich mal hier in der Höhe lang schlawenzeln hier. Und wir schauen einfach mal. Wir machen jetzt sozusagen einfach mal einen Kabelschacht. Wir müssen ja theoretisch gleich rauskommen. In diesem einen Raum. Wenn ich mich nicht irre. Allerdings sind wir schon am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's hier noch weiter. Bis dann. Ciao. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da.